Ja, da gibt es heute noch eine ganz komische nachkommentierte Folge. Und zwar ist das hier von diesem PvP-Mode namens Hunter Games. Ich hatte gerade den Namen voll vergessen, weil ich gerade nicht mitten auf dem Bildschirm gestanden wäre. Genau, die Folge ist nachkommentiert, einfach weil ich die damals ja nicht kommentiert habe, wie die meisten Folgen. Mir wurde am Anfang gesagt, so, ja, das ist halt so ein PvP-Modus und das ist voll chillig und hier gibt es ein Gentleman's Agreement und man killt sich hier halt eigentlich gar nicht gegenseitig. So, man farmt halt die Mobs und dann ist halt einfach jeder happy. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool. Ich meine, ich habe keinen Bock auf PvP, aber wenn es halt so ist, dann ist es ja gut. Oder so. Ja, gut. Wie das laufen wird, werden wir noch sehen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich. Ja, es ist halt. Ich weiß es nicht. Es ist halt so ein Modus, wo ich nicht weiß, ob man das jetzt wirklich braucht, ob die Welt den Modus braucht. Jeder farmt es halt nur, weil er wieder irgendwas daraus braucht und so und nicht, weil das Ding jetzt irgendwie Spaß macht und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich zu kritisch bin und ich vielleicht hätte ich das genauso hier eingebaut, das kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, ich weiß nicht, ich meine, es ist halt, ja, es ist halt für so an und für sich ist es halt, ich glaube, die Idee ist ganz nett. Aber ich finde die Umsetzung nicht gut. Also, es hat effektiv eine Map, wo ein paar Mobs mit richtig viel AP spawnen, die man richtig wenig Schaden macht. Und man einfach PvP aktiviert. Und ich weiß irgendwie nicht warum. Also, ich glaube, man hätte es halt irgendwie besser. Besser auskleiden, nicht auskleiden, besser designen sollen, sagen wir es einfach mal so. Also, es ist halt so, es ist halt echt komisch. Ich weiß halt nicht so, warum ist es halt so, wie es aktuell ist, so. Also, so, ja, man kriegt ja diese blauen Beats da. Und wenn man stirbt, verliert man halt quasi einen kleinen Anteil von diesen Beats. Man kann auch jederzeit rausgehen und die dann eben mitnehmen. Dann kann man aber nicht mehr rein. Ja, das ist halt super wichtig, das ist halt mega wertvoll und so. Das heißt, du musst die halt dringend farmen. Aber gleichzeitig ist es halt so. Naja, genau, hier kommt der erste Spieler und killt mich. So viel zum Thema Gentleman's Agreement. Und ich dachte mir, okay, vielleicht war das auch ein Versehen so. Ich war noch gut, glaube ich. Ich dachte mir so, ja, okay, keine Ahnung. Also, kann ja sein, wenn Dextails sagt, so hier, man killt dich da nicht und so, dann vielleicht hat sich verklickt, weil ich eben direkt neben dem Mob stand und so und könnte es sein. Ja, also, was ich halt sagen muss, ist. Ist halt alles ein bisschen strange. So, ich wollte ihn halt nicht mal killen, wenn ich das dachte, so, ja, okay, ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte auch nicht das Mob mitnehmen, weiß ich nicht warum. Naja, wie dem auch sei. Auf alle Fälle, ist halt auch ein bisschen komisch, so, okay, die 100k Schaden kriegst du halt easy zusammen. Das heißt, du kannst halt auch einfach auf pures CA reingehen und. Aber ich weiß nicht, was der PvP-Aspekt da dann ist, wenn man halt, wenn halt jeder auf pures CA da reingeht und so. Also, es ist. Ja, es ist ein bisschen eigenartig irgendwie. Ich bin generell jetzt mal so nicht gerade der größte Fan von dem Ganzen, oder war ich zumindest nicht. Ich habe es nur einmal gespielt und dann dachte ich mir so, okay, gar keinen Bock mehr. Ja. Also, wenn man halt, glaube ich, kein PvP mag, ist es generell so eine Sache für sich. Und auch sonst so. Ja. Warum habe ich das Ding nicht angegriffen eigentlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, also man läuft durch die Gegend, sucht sich halt irgendwie einen Mob, welches halt frei ist. Idealerweise, und man killt einfach andere Leute, keine Ahnung. Mondkind lebt relativ arg an mir irgendwie, ich weiß nicht warum eigentlich. Also man killt eh nicht zusammen, man killt eh ja nur allein. Auf jeden Fall. Ja. Also, vielleicht habe ich den ganzen Modus auch nicht verstanden. Es kann ja auch sein, dass ich einfach nicht verstanden habe, worum es wirklich geht und. Kann ja alles möglich sein, kann ja sein, vielleicht war ich einfach zu blöd dazu oder so, kann ja, weiß ich nicht. Aber ja. Also spawnen ja teilweise irgendwie auch diese Mobs hier und so. Genau, da kommen auch wieder welche Kills, so wie dann zum Thema Gentleman's Agreement. Halt ziemlich geil und so. Ja, genau. Genau, Dark Elo konnte ich nicht nutzen. Das war ja einfach blockiert.
wollte den Typen dann killen, aber der Typ hat einfach so viel AP. Ich weiß, ich habe den gerade 400k Schaden gemacht und der hat halt nicht mal einen AP, also hat nicht mal einen Balken verloren irgendwie oder kaum ein bisschen was für Balken verloren. Ja, kein Plan. Also, ich habe da ehrlich gesagt halt irgendwie nicht wirklich den Sinn drin gesehen und so. Ich glaube, ich habe den dann zumindest halt das Mob abluchsen. Ne, habe ich nicht abluchsen können, okay. Doch, ich habe trotzdem 100 Hunter Gems bekommen. Ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch. Also, vielleicht war es auch hier gerade ein Bug an der Stelle. Ich weiß nicht, wie ich das Mob bekommen habe, nachdem ich tot war. Gibt keinen Sinn, aber. Ja, also keine Ahnung, ich fand den Modus irgendwie ziemlich beschissen. Also klar, es ist halt PvP und man sollte vielleicht nicht mad sein, wenn man dann auch PvP halt eben begegnet. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde den Modus halt einfach sowas von überflüssig. Also ich meine, das Ding ist, ich sag mal so, ich habe halt damals mal mit Flady drüber geschrieben und dann habe ich halt so ein bisschen so angekündigt und so. Und ich dachte mir so, oha, okay, voll krass und so. Und also es sah halt auf den Bildern so echt geil aus. Und ich dachte mir so, ja, okay, hier gibt es verschiedene Statuen, gibt es irgendwie. Also ich glaube, es war damals irgendwie auch so gildenmäßig irgendwie geplant oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich auch irgendwie täuschen. Und so ich dachte mir so, ja, okay, eigentlich so voll lustig und so. Und dann kam halt aber irgendwie sowas dabei raus. Und irgendwie ist halt so, ja, okay, so free for all ist es halt. Also so, ja, eigentlich so ein bisschen wie Battle Royale eigentlich und ja, es ist halt einfach nur wieder so ein weiterer PvP-Modus, der halt irgendwie in Flav keinen Sinn ergibt, in meinen Augen. Ohne dass es jetzt zu böse klingen will, aber ja, also ich weiß nicht, für mich hat es einfach keinen Sinn ergeben. Und das Ding ist, es hat auch keiner gespielt. Also vielleicht gibt es ein paar Leute von euch, die jetzt sagen so, ja, okay, fand ich halt ganz lustig und so, aber das Ding ist halt so, ich habe halt dann später auch keiner mehr gesehen oder so irgendwie. Genau, kann man sehen, was man dafür traden kann. Ich glaube, was gab es noch? Möbel oder so? Irgendwas. Keine Ahnung. Es war, glaube ich, auch wichtig, dann, was man. Irgendwas anderes braucht man das, glaube ich, noch. Und ja, am Ende ist einfach keiner mehr gespielt, weswegen ich sagen muss, okay, vielleicht war der Modus halt dann doch nicht so geil. Aber das ist einfach mal so eine Vermutung.